Der Zins ist der wichtigste Preis der Volkswirtschaft. Ist er zu niedrig, kommt es zu Fehlallokationen von Kapital? Was können Anleger aus dieser Leitlinie lernen und welche Aspekte gibt es im Bereich der Vermögensstrukturierung aktuell zu berücksichtigen? Wir blicken zunächst auf die Tagesbewegung des MSCI World, also die globale Benchmark, der Vergleichsmaßstab für das Aktienuniversum der Industrienationen. Sie können die Tagesschwankungen hier sehen, am gestrigen Tage das Minus bei knapp 4%. Dementsprechend die Schlagzeilenlage ist Ihnen durchaus bekannt. Und die Frage, die man sich natürlich stellen muss, sind diese Tagesschwankungen die richtige Perspektive, wenn wir über langfristige Investitionen nachdenken? Typischerweise im Aktienmarkt würden wir uns ja für mehr als 5 Jahre engagieren. Und von daher soll das auch besonders in diesen Zeiten nochmal der Appell dafür sein, eher die strategische Perspektive einzunehmen. Und Sie sehen hier mal beispielhaft dargestellt, wie entwickelt sich das Nettovermögen, wie wirkt die Inflation, was habe ich an Verbindlichkeiten und Ähnliches. Also sprich, die strategische Kapitalanlage, die einen langfristigen Lebensstandard finanzieren soll, von der kurzfristigen Spekulation zu trennen. Und dementsprechend dieser Perspektivenwechsel hilft mit Sicherheit, die Schlagzeilen entsprechend einzuordnen. Wir sprachen darüber, dass die Zinsen zu niedrig waren. Sie alle kennen die Leitzinsen, Sie alle kennen den Anlagenotstand, die Fear of Missing Out. Und ich habe Ihnen das hier nochmal mitgebracht, die Renditen der US-Staatsanleihen in Türkis, die 30-jährigen Papiere in Dunkelblau, die 10-jährigen. Sie sehen, witzigerweise sind die absolut identisch momentan, obwohl wir normalerweise auch gewisse Differenzen haben. Aber was ich Ihnen zeigen will, ist, wir hatten mal Renditen, die waren bei 14% oder ordentlich zweistellig, zumindest in den 90er Jahren noch auf einem relativ soliden Niveau. Und dann sind die letztendlich auch seit der globalen Finanzkrise letztendlich implodiert. Das alles hat natürlich Konsequenzen. Wir sehen das an verschiedenen Symptomen. Ein Symptom speziell dann ab dem Jahr 2015, 2016, dass Unternehmen mit sehr hohen Wachstumserwartungen sich abgekoppelt haben vom breiteren Markt. Hier mal exemplarisch dargestellt. Der FANG Plus Index in Relation zum gleichgewichteten S&P 500 und Sie sehen diese Differenz, die sich aufgetan hat. Also sprich, dass wir eben eine kleine Differenz hatten in der Kursentwicklung, die im Zeitablauf immer größer wurde, bevor sie dann kumuliert ist und sich nun entsprechend deutlich reduziert hat. Auch hier ist es klar, Unternehmen müssen mittlerweile auch mal Gewinne bringen und nicht alles lässt sich nur auf Hoffnung basieren und hier sind natürlich die steigenden Renditen der Trigger, der Auslöser, der diese Neubewertung natürlich auch entsprechend mit begünstigt. Ein weiteres Symptom, ich habe es Ihnen hier mal mitgebracht, was wir auch in der Vergangenheit oft diskutiert haben. Sie sehen in Orange dargestellt die Dividendenrendite europäischer Aktien auf Indexebene 2,4%, sehen die Rendite von Hochzinsanleihen aktuell 7% und hier unten in grün sehen Sie die Differenz und da sehen Sie, da hatten wir Phasen, da haben Sie für Hochzinsanleihen, also Unternehmen, deren Bonitätsrating unterhalb Investment Grade liegt, weniger Rendite bekommen als die Dividendenrendite im Aktienmarkt. Und das zeigt natürlich auch, wie verzerrt die Vermögenspreise hier waren, speziell am Anleihemarkt. Und dementsprechend auch hier muss es normal sein, dass sich diese ungesunde Entwicklung wieder normalisiert. Und wie es an der Börse immer so ist, es überschießt eben deutlich. Und wenn dann noch die Erwartungshaltung dazukommt, dass die Notenbanken gezwungen ist, aufgrund der hohen Inflation eben sehr stark zu reagieren, eine Rezession in Kauf zu nehmen, um die Inflationswelle zu brechen, dann haben sie eben die Tagesbewegung, die wir zu Anfang des Videos auch gesehen haben. Ein weiteres Thema. Klar, das Ganze natürlich auch noch ein Symptom hier in der Eurozone. Wir hatten eben die Phase, dass die Renditen von spanischen, italienischen Staatsanleihen, speziell Italien aktuell im Fokus, viel zu niedrig waren, teilweise knapp positiv für 10-jährige Papiere, kurzfristige Papiere auch im negativen Bereich. Das natürlich auch wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen, sondern nur mit dem Vertrauen auf die Notenbank. Also auch hier sehen wir dieses Symptom von zu viel Geld, von zu lascher Geldpolitik. Das dreht sich nun entsprechend um und von daher müssen wir, glaube ich, viele Themen, die wir aktuell auch an den Märkten sehen, immer darin einordnen, dass wir eine ultralockere Geldpolitik hatten, einen Anlagenotstand, der nicht gesund war, aber auf der anderen Seite, es wurde ja niemand gezwungen, beispielsweise Hochzinsanleihen mit 2,6, 2,7% Rendite zu akzeptieren, genauso wie man auch nicht unbedingt Staatsanleihen der Peripherie zu diesen unheimlich niedrigen Renditen kaufen musste. Was ist der Lösungsansatz? Klar,
laufend die eigenen Portfolio-Kennzahlen analysieren. Ich habe es Ihnen hier mal beispielhaft mitgebracht für ein Aktienportfolio, bei dem man sich eben dann die Kennzahlen anschaut und sich Gedanken darüber macht, Moment mal kurz, ist eigentlich meine Dividendenrendite plausibel? Was habe ich eigentlich für eingepreiste Gewinnerwartungen? Wie sind die Schätzungen? Wie sieht beispielsweise mein Kurs-zu-Umsatz-Verhältnis aus? Also es gab schon auch viele Anlässe, bei denen man diskutieren konnte, dass wir gewisse ungesunde Entwicklungen im Kapitalmarkt haben. Der Ansatz war immer zu sagen, Indizes haben natürlich auch gewisse negative Merkmale. Sie gewichten immer das stärker, was in der jüngeren Vergangenheit besser gelaufen ist. Das haben wir damals in der Krise in Japan gesehen, das haben wir vor der Finanzkrise gesehen, das haben wir auch jetzt natürlich gesehen mit dem Hype rund um das Tech-Universum. Also von daher, die Maßgabe muss natürlich sein, das laufende Portfolio laufend zu analysieren. Wenn wir den Blick nochmal nach Deutschland richten, dann sehen wir ein ähnliches Zins- und Renditebild. Hier die Renditen 10-jähriger und 30-jähriger Bundesanleihen. Sie sehen es hier, 10-jährige Papiere sind wieder bei plus 1,6%, waren aber auch genauso wie die 30-jährigen Papiere zeitweise im negativen Bereich. Das hat natürlich auch hier einen Anlagenotstand begünstigt. Das hat hier eine Risikofreude begünstigt, nachdem man ja dachte, dass wenn Corona schnell aufgeholt ist am Kapitalmarkt, dann was soll dann eigentlich schiefgehen? Und bei der viele Anleger dann Erwartungen hatten, naja, 10-15% am Aktienmarkt, das wird schon jedes Jahr geben. Die Realität sieht natürlich anders aus. Das weiß jeder, der sich mit der Kapitalmarkttheorie und der langfristigen Relation von Renditen und Risiken beschäftigt. Aber das Ganze trifft natürlich nicht nur den Aktienmarkt oder die Kapitalmärkte, sondern auch die Immobilienmärkte. Auch hier sehen wir entsprechend eine starke Verunsicherung und auch hier gilt natürlich die regelmäßige Investitionsrechnung als Lösungsansatz. Ich muss mir natürlich die Frage stellen, wenn ich eine Immobilie habe mit 4.000 Euro Monatsmiete, die aktuell am Markt mit 2 Millionen Euro bewertet wird, dann ist das eine Rendite vor Steuern von 2,4%. Und dann muss man sich natürlich schon die Frage stellen, ob das wirklich der nachhaltige Wert ist oder ob das nicht durch die niedrigen Zinsen und den günstigen Zugang zu Krediten verzerrt ist. Am Ende des Tages, das ist natürlich der große Punkt. Hinterher ist man immer schlauer. Was wir aktuell sehen, ist lehrbuchmäßig. Und ich glaube, es ist sehr schwer, sich in einer Phase der Vernunft zu bewegen, wenn gleichzeitig um einen herum alles steigt. Und von daher glaube ich, das Ausbalancieren ist hier der wesentliche Schritt. Es geht nicht darum, alle finanziellen Entscheidungen richtig zu treffen, sondern es geht darum, die großen Fehler zu vermeiden. Also bezogen im Aktienbereich zu sehr in Konzentrationsrisiken, Risiko unrentabler Unternehmen zu laufen, im Anleihebereich zu niedrige Renditen zu akzeptieren, im Immobilienbereich nicht unterscheiden zu können, was war eigene Leistung und was war Rückenwind durch die fallenden Renditen. Und wenn wir das Ganze auf die liquiden Vermögensmärkte beziehen, dann wissen Sie, dass wir speziell nochmal zu Anfang des Jahres Werbung dafür gemacht haben, die eigene Anlagestrategie nach drei Segmenten zu beurteilen. Einmal die marktabhängige, die war die letzten Jahre, insbesondere seit der globalen Finanzkrise, nicht zu schlagen. Also kaufen, halten und wenn es runtergeht, nachkaufen. Das ist natürlich immer erfolgreich, wenn die Märkte sich relativ schnell von Rückgängen wiederholen. Die anderen Segmente, die basieren eher auf Risikomanagement. Einmal kaufen Sie Versicherungen. Das bringt Ihnen nichts, wenn die Erholungen sehr kurz sind, weil dann haben Sie die Versicherungsprämie ausgegeben, aber der Markt hat sich sehr schnell wieder erholt, dann ist die Prämie verloren, ohne einen echten Gegenwert zu haben. Und das andere sind trendfolgende Strategien, sei es darauf basierend, die Quoten zu reduzieren, wenn gewisse Marken nach unten durchschritten werden, sei es vielleicht auch hier sogar short gehen zu können, was ja insbesondere im Anleihenbereich aktuell ein interessantes Thema ist. Und ich habe Ihnen das hier mal mitgebracht für die Kategorie Trendfolger versus globaler Aktienmarkt und da sehen Sie eine Entwicklung in Rot, Aktien global, das ist jetzt die Daten per 31.12.2021. Da sehen Sie, der Aktienmarkt, es ging mal runter, aber relativ schnelle Erholungsphasen. Hier Corona entsprechend, sehr kurze Dauer, bis man das neue Allzeithoch erreicht hat. Und hier unten diese Trendfolge. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie sagen, naja, welche Strategie macht dann Sinn? Dann kaufen die meisten Leute Strategien oder setzen Strategien erst um, nachdem sie die Bestätigung im Kurs feststellen. Das also natürlich immer sehr schwierig, weil wenn die Bestätigung da ist, dann ist es meistens schon zu spät und ich habe Ihnen die gleiche Grafik hier nochmal mitgebracht seit Beginn diesen Jahres und da sehen Sie eben, die Trendfolger sind 14% im Plus, globaler Aktienmarkt 19% im Minus, das Delta also 33%. Das heißt natürlich auch, niemand weiß, wie die Zukunft aussieht, keiner kann Ihnen
genau sagen, wie sich das letztendlich auch hier entwickelt. Von daher sollte immer ein Mix verschiedener Strategieansätze da sein. Also Mischung verschiedener Vermögensklassen, etwas auf die Preise achten, trendfolgende Komponenten berücksichtigen, entweder über Produkte, die Sie zukaufen oder über Mechanismen im eigenen Portfolio. Bei niedriger Volatilität etwas Versicherungen kaufen, nicht um auf Marktpreise zu spekulieren, sondern eher 10-15% aus dem Geld, um Extreme herauszunehmen. Und wenn die Volatilität nach oben geht, wenn die Schlagzeilenlage groß ist und das mediale Geschrei überall zu vernehmen, dass die Welt untergeht, dann macht es mal Sinn, Volatilität zu kaufen, um einen Teil der Versicherungskosten, die Sie selbst haben, in diesen Zeiten wieder zu rückzuverdienen, also dann von den hohen Prämien zu profitieren. Also, meine Damen und Herren, wir sehen schon, eigentlich alles wie im Lehrbuch. Es ist nur sehr schwer, wenn man sich in der Phase befindet, sich dagegen zu stellen. Perfektes Timing wird es nie geben. Deswegen solide Analyse zu jeder Zeit, nicht nur wenn die Kurse stark schwanken und vor allem auch die richtige Perspektive. Wenn Sie Kapitalanlagen tätigen, die Ihren Lebensstandard auf 10, 15, 20 oder 30 Jahre sichern sollen oder vielleicht sogar den Lebensstandard Ihrer Kinder mitfinanzieren sollen in einigen Jahrzehnten, dann ist es relativ irrelevant, wie die Tagesschwankungen des heutigen Marktes sind. Nichtsdestotrotz, es gibt immer einiges zu tun auf der Ebene der Analyse und ich hoffe, ich konnte Ihnen einige Denkanstöße hierzu vermitteln. Bleiben Sie gesund, bis bald, auf Wiedersehen.